Also einen schönen guten Abend. Die Frühlingskräuter sind heute Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass das Haus doch voll ist, aber vielleicht geht es Ihnen so ein bisschen wie mir. Also in den letzten Tagen, da guckt mein Pferd, wenn ich in den Stall komme, immer über mich hinweg, hat so diesen Blick grün. Und dann brauche ich gar nichts machen, am liebsten einfach nur ab in die Wiese und fressen. Und heute habe ich entdeckt, dass ich so ein bisschen genauso gucke. Da wollte ich also in den Italiener gehen zum Mittagstisch und dann ist da so ein großer Löwenzahn gestanden. Und mir ist wirklich das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich dachte, boah, da würde ich jetzt reinbeißen, wenn es nicht an der Straße direkt im Asphalt. Also die Frühlingskräuter, ich denke, ich habe heute hier nichts mit in den Raum gebracht, sondern mein Ziel des heutigen Abends ist mehr, dass wir durch die Natur morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen gehen und einen anderen Blick haben. Vielleicht den Blick wie mein Pferd mit Wasser, das einem im Mund zusammenläuft. Also mein Ziel ist wie immer, Hilfe zur Selbsthilfe ist so ein großes Motto, dass man sagt, da in der Wiese, da sind unsere Heilmittel oder wie Paracelsus es gesagt hat, alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel sind Apotheken. Und das ist natürlich im Frühling noch mehr als in allen anderen Jahreszeiten. Und da steigen wir jetzt einfach ein, welche Wunder denn überhaupt draußen in der Natur geschehen. Eine der alten Aufnahmen, die ich sehr liebe, wie so ein Buchenspross, gerade wie so ein kleiner Gnom dasteht mit Hut und sich gleich öffnet. Als Kind habe ich immer gedacht, ob die Pflanzen wieder grün werden alle, so wenn der Winter vorbei war. Ich wusste damals noch nicht, dass in diesen Knospen, in diesen Sprossen all die Kraft drin ist. Und hätte man mir das erklärt, hätte ich viele Sorgen meiner Kindheit wegschieben können. Wenn man mir gesagt hätte, guck mal, da ist schon die Knospe für die ganze nächste Vegetation. Eins der schönsten Frühlingswunder, die ich so erlebt habe, war am Schreibtisch einmal. Da haben wir gerade das Heilmittel der Sonne geschrieben und ich habe bei einem Spaziergang im Kloster Andex bin ich an einen Baum rangegangen, an eine Kastanie und habe mir einfach nur so eine Knospe, die fand ich ganz interessant damals, auf den Spuren von Karl Blossfeld, habe ich so ein bisschen durch die Natur geguckt und geschaut, was kann man fotografieren. Und dann ist mir eben diese Knospe aufgefallen und die habe ich mitgenommen. Und dann schrieb ich gerade an einem Kapitel, ich glaube, es war nicht der Frühling, und in dem Moment öffnet sich die an meinem Schreibtisch. Und es hat so eine gute Stunde gebraucht, da hat sie gesagt, hallo, hier bin ich, der Frühling ist da. Dennoch möchte ich nicht auf die Gemotherapie eingehen, sondern einfach nur auch die Bewunderung, dass die Natur doch sich immer wieder die Mühe macht, uns zu erfreuen. Also es gibt ja auch die Studie, die sagt, dass austreibendes Blattgrün antidepressiv wirkt. Es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, wo dieses Grün über die Natur sich zieht, dass wir ganz viele Endorphine ausschütten, also Glückseligkeitshormone. Und das ist immer auch für Patienten zum Beispiel der beste Moment, um mit Antidepressiva aufzuhören, wenn man von außen diesen Schub bekommt. Aber wo fangen unsere Heilmittel an? Der Aberglaube sagt, schon mit den ersten Weidenkätzchen sollte man sich gut stellen, weil wenn man die ersten drei verschluckt, drei Weidenkätzchen am Palmsonntag verschluckt, dann bekommt man das ganze Jahr über kein Fieber, kein Halsweh, wird überhaupt gar nicht krank. Das sagt der Volksmund aber von vielen Frühlingskräutern. Also man soll die Gänseblümchen mit dem Mund abbeißen und Weidenkätzchen und auch viele andere Zauberpflanzen, die entfalten ihre Kräfte nur, wenn man sie mit dem Mund abbeißt. Das ist auch ganz interessant. Was macht man dann, wenn man mit dem Mund abbeißt, ein Gänseblümchen? Man kniet nieder. Das ist letztendlich auch eine Geste, dass man letztendlich die Natur anbetet. Die Weide selbst ist ja auch Bestandteil jetzt zum Beispiel vom Palmsonntag, den haben wir aufgenommen in Sterzing und da sind, glaube ich, Weidenkätzchen dran. Also es sind immer eigentlich in Palmsonntagwedeln, in Palmwedeln Weidenkätzchen enthalten als Symbol der Erneuerung der Natur. Und ich finde diese Bräuche eigentlich sehr schön, weil sie zeigen, wie sehr wir mit der Natur einstmals verbunden waren. Heute gehen wir in den Laden und kaufen uns Spinat und viele haben den Bezug zur Natur vergessen und nicht mehr, vor allem Kinder in der Stadt, sind da arm dran. Und solche Gesten, die da gemacht werden, solche Bräuche wie der Palmsonntag, die zeigen eine Urverehrung der Natur, indem sie zum Beispiel die bunten Bänder bedeuten Freude, die
Freude kehrt wieder auf die Erde zurück. Das ist auch ein Zeichen der Venus, die bunten Bänder. Dann haben wir alte Kräuter. Wir sehen es hier, da sind zum Teil sehr stachelige Wacholderzweige dazwischen, Buchsbaumblätter, also die Symbolik des alten, überdauernden Prinzips in der Natur und dann eben die neu austreibenden. Und dazwischen sieht man noch Brezen und die Brezen bedeuten die Unendlichkeit. Das ist das immer wiederkehrende Prinzip des Sterbens, Wiedergeborenwerdens, das die Natur uns jeden Tag und jedes Jahr zu jeder Vegetationsperiode immer wieder neu zeigt. Sehr schöner Brauch. Die Pflanzen, die drin sind, sind alle heilkräftig, ganz klar. Weidenkätzchen natürlich speziell sind jetzt kein Heilmittel im klassischen Sinne, dass man sagt, das nimmt man jetzt gegen Kopfschmerz oder Migräne, aber in der Weidenrinde, in der Rinde von der Silberweide, da ist ja Salicin drin und das ist wiederum die Vorstufe von Acetylsalicylsäure, was wir kennen als Aspirin. Also es gibt ja viele, die dann sagen, du musst an die Natur glauben und dann hilft's. Und das ist alles Quatsch, weil die stärksten Medikamente der Schulmedizin kommen schlicht und ergreifend aus der Natur. Denkt man nur an die ganzen Opiate zum Beispiel aus dem Schlafmohn, denkt man an die Aspirin, die ein Kassenschlager weltweit ist, weil sie eben Schmerzen nimmt, Fieber senkt und so weiter. Nur die Verträglichkeit von der Weidenrinde ist natürlich weit höher als die Verträglichkeit von einer klassischen Tablette, die wir kaufen können, wo dieser Wirkstoff als isoliertes Paket angeboten ist. Das heißt, gerade Rheumatiker täten gut, in die Natur rauszugehen. Ich würde gerade bei Weide raten, dass man nach einem Sturm in die Natur geht, weil die Weide bricht sehr leicht. Und wenn ein alter Baum junge Äste abwirft, dann kann man da die Rinde runterholen und sich daraus Präparate anfertigen. Da braucht man gar nicht irgendeinen Baum zu verletzen, sondern meistens gibt die Natur ihre Spenden ganz von alleine. Somit einer der ersten Frühjahrskünder ist auch der Huflattich und an dem scheiden sich natürlich auch gleich die Geister. Da weiß man, der Huflattich, der enthält sogenannte Pyrrolizidin-Alkaloide und die haben drei Eigenschaften, die sehr böse genannt werden. Das heißt, sie sind mutagen, sie können das Erbgut schädigen, sie sind kanzerogen, sie könnten Krebs erregen, Tumorwachstum also fördern. Und was noch? Embryotoxisch sind sie noch, genau. Also sie können auch noch die Babys im Bauch zum Beispiel stören und verändern, also da unangenehme Folgen haben auf eine Schwangerschaft. Das geht zurück auf einen Fall, wo eine Schwangere wohl die ganze Schwangerschaft über Huflattichtee getrunken hat und dann hatte sie also ein fehlgebildetes Kind. Und dann hat man den Huflattich untersucht und jetzt denken wir natürlich alle, boah, ist der Huflattich so böse, dass der sowas machen kann. Also erstmal ist es nicht normal, eine Pflanze wie den Huflattich jeden Tag zu trinken und schon gar nicht über eine ganze Schwangerschaft, weil diese Pflanze zeigt ihre Giftsignatur. Eine Signatur ist ein Zeichen, womit die Natur uns sagt, was in ihr steckt, egal ob es ein Mineral ist, ein Tier, ein Metall, eine Pflanze. Überall sind Zeichen versteckt, damit wir lesen können, wie in einem Buch in der Natur. Und eines, was man beachten muss, wenn man Pflanzen anschaut, ist immer, ist etwas anders? Ist es anders? Eine Blume ist normalerweise so, dass zuerst kommt ein Blatt, dann kommt ein Stängel, dann kommt die Blüte und danach kommt die Frucht. Ja? Das ist so die Reihenfolge. Und wenn sich da was verkehrt, wenn da irgendwas anders ist, hier ist kein Blatt. Hier ist die Blüte. Das ist anders als bei der Ringelblume. Also, das müsste uns jetzt staunen machen. Moment mal, das ist anders als bei den Blumen, die ich sonst kenne. Und das ist schon eine Signatur, ein Zeichen, das uns zum Innehalten bewegen sollte, einfach zu schauen, was sagt die Pflanze. Trotzdem ist der Huflattich noch nicht böse und kann also nicht jetzt als Giftpflanze gewertet werden. Es sind reine Vorsichtsmaßnahmen, dass man sagt, Verkaufsverbot in Österreich und Dänemark. In Österreich gibt es viele Substanzen, die verboten sind, die hier ganz normal erhältlich sind. Also ich glaube sogar bis hin zum Johanniskraut ist es problematisch in Österreich.